Tag, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Do It Yourself. Ich hatte im letzten Video bei der Roomtour schon mal erklärt, was ich alles noch machen möchte. Und in diesem Video nehme ich mir hier mal den Fernsehschrank vor. Die Klappe werde ich verändern, ich werde es nochmal kürzen und hoppala, die Farbe verändere ich auch, sprich folieren. Diese Schranktür hier die ist jetzt glaube ich ein bisschen zu lang. Also wenn ich das jetzt so richtig hier sehe, passt da was auch gar nicht irgendwie so richtig. Also guckt ihr das mal an. Hier viel zu lang. Die ragt da voll rein hier in diesen, was das auch immer sein soll. Da war wohl früher mal ein Fernsehen drin, aber von der Höhe her hier war das nur ein Mini-Fernsehen. So, ich habe den jetzt hier mal nach oben gebaut. Da passt dann auch, ich glaube bis 22 Zoll passt dann da rein. Wenn ich den Schrank jetzt aufmache und den Fernseher raushol, kann ich von da aus super gucken, gar keine Frage. Aber vom Bett her nicht, ne? Da ist ja was im Weg hier. Ich, upala, mit der Klammer, mit der Tür hier ist ja was im Weg. So, da habe ich mir gedacht, ich mache die Tür von so auf nach so auf. Das heißt, ich lasse die nach oben klappen. Und dafür habe ich mir hier solche Scharniere geholt. Na? Dann liegt hier die Klappe drauf und mit der wird an der Seite festgeschraubt. Da ist ordentlich Spannung drauf. Aufpassen. So, warum bücke ich mich eigentlich so? Und was machen wir jetzt? Eine Frage an alle Terrestra-Fahrer. Habt ihr das auch so? Ist euer Schrank auch oder die Schranktür auch so lang? Bitte, einmal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Oder ist ja ein Gebrauchter gewesen oder hat hier der Vorbesitzer dann rumgefummelt und da irgendwas gemacht? Was war denn, und wenn, was war da vorher drin? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Was ich immer nur so gesehen habe, das ist alles rot bei den Terrestra in dem Baujahr. Okay, aber das? Wahrscheinlich war da der Kühlfach von der Truhe, von dem Kühlschrank drin oder sowas, ne? Keine Ahnung. So, wir bauen jetzt um. Ich werde euch jetzt mal platzieren und dann geht das auch schon los, ne? Als erstes werde ich erstmal die Schranktür rausnehmen. Dafür müssen hier diese Topfscharniere abgemacht werden. Übrigens, wenn das hier im Hintergrund so rauscht, das ist die Klimaanlage. Wir haben hier sage und schreibe 32,2 Grad heute da drin. Also ist schon warm. So, wir machen jetzt aber erstmal jetzt weiter. So, Scharnier Nummer 1. Scharnier Nummer 2. Das war der einfache Part. So, jetzt nehmen wir mal die Topfscharniere raus und zerlegen mal die Tür. Können weg, brauchen wir nicht mehr, aber nicht wegschmeißen. Vielleicht brauchen wir sie ja später für irgendwas anderes. So, den Griff und den Schließmechanismus lasse ich mal noch dran. Die soll ja auch noch mal schließen. So, als nächstes werden wir jetzt mal hier diese, wo sind sie? Da. Diese Halter da, diese Gelenkstützenarme, was auch immer, montieren.
Und das geht eigentlich ganz simpel. So, die beiden Gelenke hier, Scharniere, weiß ja nicht, wie die heißen, kommen jetzt hier oben an der Wandschrank, beziehungsweise, also hier wären sie, kämen sie dran. Nö. Dafür müssen wir aber die Gegenstücke von den Topfscharnieren abschrauben. Also der unterste, der müsste eigentlich gar nicht ab, aber Gewicht sparen, oder? Dann sieht das so aus. Die Justierung von diesem Klappmechanismus zeige ich jetzt nochmal. Also, dieser Abstand hier oben, der ergibt sich automatisch, wenn ihr den zusammenklappt und hier oben, ich sag mal hier so, ne, Millimeter Luftlast. Das Ding hier, diese Platte, wo es angeschraubt wird, bündig mit der Schrankaußenwand, was auch immer, abschließend, und dann passt das 100%. Tippidi-top. Bis jetzt alles kein Hexenwerk. Ich lege jetzt die Platte oben drauf und dann können wir mal gucken, wo wir da rauskommen. Dann sieht das erstmal so aus. Alles erstmal gut soweit. So, na, die klappt dann hoch. Alles wunderbar. Und dann klappe ich sie nunter. Das passt jetzt noch nicht ganz, weil ich muss jetzt hier auch noch was absägen. Das säge ich aber oben ab und dann kommt die ganze Tür höher und dann schnackelt das auch. Aber nun mal jetzt so. Vom Ausrichten her ja, schließt ihr schön ab. Wunderbar. Der Spalt geht auch völlig in Ordnung. Das ist sehr schön. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, jetzt ist es ja so, jetzt guckt ihr das an, ne? Also kann man das sehen? So, hier ragt ja noch das andere Geschiss hier rein. So, und vom Prinzip muss so ein Stück muss abgeschnitten werden. So, wenn ich das jetzt hier oben abschneide, dann kann die ganze Tür höher und dann passt das auch hier mit dem Schließmuskel, hätte ich bald gesagt, mit dem Schließer hier, ne? Weil der schlägt jetzt da unten noch eine Tür hier unten an dem Holz an. Ist egal, ich schneide es einfach mal hier ab. Und dann ist eh alles zu spät. Nein, ausgerichtet, passt, kann ich so übernehmen, kann ich wieder lösen jetzt und abschneiden. Vorher vernünftig ausmessen, ne? Sonst geht das voll in die Hose. Das wollen wir nicht.
das war's. Was wir jetzt noch brauchen zum Folieren ist natürlich Folie, ist klar. Ein Rakel und ein vernünftiges oder scharfes Messer. Ob das vernünftig ist, wird sie auch noch rausstellen. Ein bisschen Reinigungszeug. Ich habe hier Silikonentferner und ein Tuch. So. Ich schraube jetzt erstmal hier den Griff ab und den ganzen Schließmechanismus sauber machen und dann Folie zurechtschneiden und dann gucken wir mal. Das ist jetzt mein Weg, wie ich foliere. Das ist aber nicht der Königsweg oder wie auch immer. Sei nun mal so dabei gesagt. Ich bin jetzt auch kein Folierer, ja. Also seid gnädig mit mir, damit das, ja, ich mache es so, wie ich glaube, dass es richtig ist. Okay, gehen wir auf den Tisch. So, was hilfreich sein kann, ist auch noch ein Föhn für die Ecken, eventuell ja, ein paar Falten rauszumachen, wie auch immer. So, ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Das ist ja hier so eine halbrunde Ecke. Und jetzt habe ich das so eingeschnitten, dass ich diesen praktisch nach innen einschlagen kann. Mal ein bisschen lösen hier. Ja, ein bisschen auf Zug arbeiten. So. Dann schneide ich das hier ein Stückchen ab. Damit das nicht so viel überlappt und gehe dann vorsichtig hier drüber. So, dann kann man das noch mal ein bisschen tempern. Bisschen mit Temperatur dran gehen, dann aktivierst du auch den Kleber, dann passt halt eigentlich alles. So, und dann sieht das so aus. Das muss jetzt natürlich noch umgebogen werden, ne? Ist klar. Ist nicht ganz so schlecht, ne? Also mir reicht's. Profi würde es wahrscheinlich anders machen. Aber okay, Profi nimmt auch mehr Geld dafür. Ich mache es ja hier umsonst, quasi. Jo, ich mache das jetzt hier mal in Ruhe zu Ende und dann zeige ich euch das Endergebnis. Ja,
Freunde. Mitkommen. Angucken. Das Schweine cool aus, ne? So, pass auf. Zack. So sieht es von unten aus. Von innen. Tipptopp. Kann man das sehen? So sieht's aus. Das machen wir später auch noch. Grau. Hast rein. So, ist doch kein Vergleich, oder? Sag mal ehrlich. So, tausendmal schöner. Ja, das mache ich jetzt auch noch grau. Und dann zeige ich es nochmal. So, und dann reicht auch für heute. Bäm. Ein Tag später. Ich habe den Feiertag genutzt, um zu folieren. Ich hoffe, ihr habt den angenehmer verbracht. Ich möchte euch jetzt nochmal einmal das Endergebnis zeigen. Und ja, dann war es das auch für dieses Video. Sollen wir mal gucken? Ich finde das voll geil. Das habt ihr ja schon gesehen. Ne? Also die Klappe haben wir umgebaut, bla bla bla. So, alles gut. Dann habe ich die Tür vom Kühlschrank und da unten dieses kleinere Stück foliert. Jetzt drehe ich mich mal in die Küche. Natürlich auch von innen, wie sich das so gehört. Ich finde es tausendmal schöner, ehrlich gesagt, viel frischer, viel freundlicher, nicht so dunkel. Das war's vom Umbau und Folieren. Ja, das Video ist keine Anleitung, es war nur eine Anregung oder ja, wie man das vielleicht auch machen könnte. Wenn ihr was aus dem Video mitnehmen konntet, würde mich das freuen. Und zeigen könnt ihr mir das mit einem Daumen hoch. Herzlichen Dank dafür. Motiviert mich extremst. Ob noch was kommt vor dem Urlaub? Wir erfahren Dänemark. Und da bin ich natürlich für sämtliche Tipps und Tricks und Stellplatz-Spots dankbar. Alles mal reinschreiben in die Kommentare. Wir werden versuchen, da auch mal an vorbeizufahren. Mal sehen, wie wir es zeitlich schaffen. Ja, ich hoffe, ihr habt den Feiertag gut rumgebracht und vielleicht seid ihr auch ins lange Wochenende gefahren. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Kommt gesund wieder nach Hause, genießt die Sonne. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.